Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zur Minecraft Live Zusammenfassung 2022. Gestern von euch aus gesehen, von mir aus noch heute, war die Minecraft Live 2022. Angefangen hat das Event mit einer Begrüßung von Chief Storyteller Lydia. Anschließend wurden uns von Wubui die drei Mobs für den Mobwort vorgestellt. Der Sniffer, der Rascal und der Tough Golem. Der Sniffer ist ein antikes Mob, das unter Wasser lebt, Eier legen kann und Seeds finden kann. Der Rascal lebt unterirdisch, spielt Hide and Seek, also versteckt sich ein bisschen vor euch und wenn ihr ihn dreimal gefunden habt, gibt es Loot. Der Tough Golem kann Items halten und einfach rumlaufen. Der Mobwort war dieses Jahr möglich durch einen Minecraft-Server in der Bedrock Edition, über den Minecraft-Launcher und über die Minecraft-Website. Also nicht mehr über Twitter. Außerdem gab es nur noch eine Voting-Runde und nicht mehr eine Voting-Runde aus drei Mobs und dann nochmal eine aus den zwei Gewinnenden. Weiter ging es dann mit Minecraft Legends. Da haben Lydia, die ich euch gerade eben schon vorgestellt habe, Kevin, der Narrative Director, und Magnus, der Creative Director von Minecraft, erklärt, was Minecraft Legends so ist. Legends hold great power. The legends we hold dearest are legends of hope, of creativity and of bravery. And friendships that change the world forever. This is the legend of a united overworld. United by you. Minecraft Legends ist ein Spiel, das in Kooperation mit Blackbird Interactive in Vancouver entwickelt wird. Minecraft Legends hat viele What-If-Szenarien, mit denen man sich so ein bisschen austoben kann. Das Spiel hat den Spirit von Minecraft und man spawnt am Anfang bei dem Well of Faith. Das war auch das Set, in dem sie saßen, um sich zu unterhalten. Der Well of Faith ist außerdem das Herz der Overworld. Am Anfang bekommt man an diesem Well of Faith Tools, und zwar die Flame of Creation, mit der kann man Freunde spawnen, den Banner of Courage. Dieses Banner kann man wedeln und dann, wenn ein Mob in der Nähe ist, kommt es mit. Also gibt es dann noch die Flut. Die Flut macht Musik und bringt Allays auf die Welt. Es gibt zwei Arten von Allays. Der blaue Allay, der baut zum Beispiel Bäume ab und gathert Materialien. Und die gelben Allays, die bauen Sachen, beispielsweise Brücken. Außerdem haben sie ein bisschen erzählt, was denn eigentlich der Sinn von diesem ganzen Piglin-Thema in Minecraft Legends ist. Die Zombie-Piglins, also die Zombie-Fight-Piglins, ist eine verrottete Stufe von den normalen Piglins. Und dann haben sie halt auch gezeigt, wie sie im Development so vier Stufen mit verschiedenen Beschreibungen für die Piglins gemacht haben. Da gibt es verschiedene Piglin-Horden, die sich verschieden verhalten und verschieden aussehen. Minecraft Legends ist ein Action-Strategy-Spiel mit Environmental Gameplay und der Spieler ist der Commander im Spiel manchmal. Die Freunde zeigen einem alles und die Freunde helfen einem auch. Es gibt auch viele Mobs, die sich vielleicht fragen, was macht der Spieler da, und den einfach mal hinterherlaufen. Außerdem gibt es neue Mobs in diesem Spiel. Außerdem mögen Lamas die Piglins nicht so richtig und spucken dann höchstwahrscheinlich. Der Developer meinte, wir wissen ja alle, was Lamas machen. Außerdem gibt es noch die Hosts. Da gibt es dann einmal den Knowledge Host, der einem zum Beispiel Crafting-Rezepte zeigt. Da gibt es den Action Host und den Foresight Host. Welcome back, Jens. What can I do for you today? You're always so helpful, Foresight. We've been friends for a while, and I felt it was time to return the favor. Thank you. Anything I can do to help you with that? Your timing is perfect. Let us hope your courage is as well. Come, action waits for us through the portal. Action! 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 Action? Where are you? Oh, hello. Nice little kitten. Hello. Oh, action. It's good to see you. I'm glad you're back. We really need help protecting the overworld. Do you know anything about that? Maybe a thing or two. Good. Somebody has to help us put an end to this. I appreciate the vote of confidence, but we might need a few more reinforcements. The piglins are moving faster than we thought. We need more time. Knowledge, what should we do? Right now, we run! Right. What the? Huh? Surprise! Damn it!
Hier ist auch nochmal ein Gameplay-Ausschnitt. Hier kann man dann beispielsweise sehen, unten links ist scheinbar das Inventar. Ich weiß nicht, ob das das komplette Inventar ist, ob das nur ein Overview ist von den einzelnen Slots, von der Hotbar, irgendwas. Unten rechts sieht man die Tools. Und unten in der Mitte hat man dann nochmal irgendeine Hotbar und seine Leben. Außerdem gibt es dann zum Beispiel das Speedweed. Speedweed sind Gräser, die einem einen Speedboost geben, wenn man durchläuft. Und die Bounce Caps geben einem einen Jump Boost, wenn man drüber läuft. Dann kann man auch noch die LA Chest finden. Die LA Chest wird von LAs mit Ressourcen immer wieder aufgefüllt. Er hat jetzt zum Beispiel relativ viele Diamanten bekommen. Dann gibt es diese Spawner hier. An den Spawnern gibt es dann zum Beispiel die Grindstone Golems oder auch die Plank Golems. Die sind dann spawnbar und so wie es für mich aussieht, wird dafür diese Flame of Creation benutzt. Weil unten rechts sehen wir die drei Tools und die Flamme da füllt sich dann langsam auf. Dann gibt es hier diesen großen Pickel in der Mitte, das ist der Lava Launcher. Der Lava Launcher kann Fernkampf, da schießt er Magma Cubes und im Nahkampf macht er so eine Stampfattacke. Der Spieler kann Strukturen bauen, um sich zu verteidigen und seine Freunde zum Kämpfen hinschicken. Das Spiel ist sehr basiert auf Teamwork, ich gehe davon aus, es wird auch irgendwann einen Multiplayer-Mode geben. Man hat das Ziel, die Gegner zu töten, beispielsweise in der Mitte kann man auch das Portal töten und explodieren lassen. Und das Spiel kommt raus im Frühling 2023. Knowledge, come with me. We must witness this together. Dann gab es noch ein Video von Jim Lee, dem Publisher und Chief der... Dann gab es noch ein Video von Jim Lee, dem Publisher und Chief Creative Officer von DC Comics. Und zwar wird es in Minecraft Marketplace Batman Maps geben. Batman kommt in Minecraft. Es wird eine kostenlose Batman Cap im Dressing Room von Minecraft Bedrock geben. Und es wird ein Minecraft Batman DLC geben, wahrscheinlich auch im Marketplace für die Bedrock Edition zu kaufen. We'll be right back.
Weiter ging es dann übrigens noch mit einem Clip von Element Animations. Element Animations sind die, die die neuen Minecraft-Trailer gemacht haben und auch früher immer die Villager News gemacht haben. Come down to the dock, there's no one around. An ancient city with riches to be found. But don't make a peep and be light on your feet. Cause if you make a sound, there's something you'll meet. Anschließend gab es dann einen Talk mit dem Lead-Designer von Minecraft Dungeons. Die dritte Seasonal Adventure, die Pet Season, kommt am 19.10.2022 ins Spiel. Darin gibt es dann zum Beispiel neue Tiere wie den Igel, den Otter, Pinguine, verschiedene Arten von Hühnern und verschiedene Arten von Kühen, zum Beispiel auch die Emokau. Es gibt Emotes über Tiere, beispielsweise kann man ein Tier streicheln, selbst wie ein Hund rumkrabbeln und sowas. Und die neue Challenge ist der Treetop Tangle. Der Treetop Tangle ist kostenlos, also kann man jetzt auch ohne DLC im Dschungel spielen, was davor nicht ging. Davor war der Dschungel DLC only. Um seine Waffen oder Tools zu disenchanten, kann man jetzt in den Highblock-Halls den Enchantsmith finden. Wenn man ihn gefunden hat, steht er bei dir im Camp und dann kannst du gegen Geld deine Tools disenchanten. Letztes Jahr in der Minecraft Live, habe ich euch auch in meinem Zusammenfassungsvideo gezeigt, wurde ja der Tower eingeführt. Für den Tower kommt jetzt endlich der Multiplayer. In dem Multiplayer kann man entweder im Local Coop spielen, dass man zu zweit am PC an der Konsole sitzt, und auch der Online-Multiplayer. Außerdem gibt es am 26.10.2022 die Spooky Fests. Mit dem gibt es 6 Ausrüstungsstücke, die man auch in der Bedrock Edition bekommen kann. Dann haben sie noch gezeigt, dass man in Minecraft jetzt lernen kann in verschiedenen kostenlosen Maps, in einer Kooperation mit Hispanic Heritage. Dann kam Agnes wieder rein und es wurde über die 1.20 gesprochen. Agnes meinte, dass sie jetzt nur Features vorstellen wollen, die weit in der Entwicklung sind und deshalb auch hundertprozentig ins Spiel kommen. Also wird es auch sehr viele Überraschungsfeatures geben, weil sie ja uns nicht alles gezeigt haben. Das haben sie deshalb gemacht, weil sie in den letzten Updates, wie beispielsweise mit den Fireflies, mit den großen Birch Forests, mit dem Warden, der sich 5-mal verschoben hat, Sachen angekündigt haben, die sie nicht halten konnten. Die Arbeit am Update erfolgt zusammen mit der Community, weil sehr stark auf Community-Feedback eingegangen werden soll. Und dann kam das große 1.20-Update. Das 1.20-Update hat keinen Namen. Cool. Das 1.20-Update hat, wie gesagt, noch keinen Namen und soll Minecraft Minecraft ja machen. 1.20 steht für Selbstexpression, dass man seine eigene Kreativität sich inspirieren lassen soll und sich selbst realisieren soll. Da gab es eine Creator-Frage von einer Creatorin und sie hat gefragt, Steve und Alex waren nicht die einzigen Wild-Update-Trailer. Was ist mit den anderen? Das haben sie dann mal erklärt. Es wird 7 neue Skins bzw. Standardcharaktere geben, mit denen man dann spielen kann und die auch in allen weiteren Trailern sichtbar sein werden. Und dann hat Agnes ein paar Features vorgestellt, zusammen mit verschiedenen Minecraft-Mitarbeitenden. Angefangen haben sie mit den Hanging Signs. Die Hanging Signs kann man aus Stripped Logs und Ketten craften. Es gibt verschiedene Typen. Es gibt die Base. Die Base hängt quasi vom Rand eines Blockes. Dann gibt es die Side und die Narrow. Die Narrows sind ganz cool. Die gehen zum Beispiel, wenn man sie an Ketten hängt oder an Zäune hängt, also an schmaleren Blöcken, kommt dann der Type vom. Dann wurde ein neuer Holztyp vorgestellt. Könnt ihr mir gerne mal irgendwo reinschreiben, wie ihr den so findet.
Das ist der das Bambusholz. Ich weiß nicht, wie man das bekommen soll, ob man dann irgendwie Bambusbäume wachsen lassen kann. Wenn ja, woher man dann die Saplings dafür bekommt oder ob man dann irgendwie den Bambus nochmal besonders herzüchten muss. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Dann gibt es einen Special Block, das Bambusmosaik. Das Bambusmosaik ist ein bestimmter Holzblock, den es nur für Bambus gibt. Genauso wie es auch beim Bambus statt dem Boot ein Floß gibt. Und ein Kistenfloß. Dann kamen noch die Chisel Bookshelves. In den Chisel Bookshelves kann man Bücher, Bücher mit Federn und verzauberte Bücher reinstellen und dadurch seine beschriebenen und nicht beschriebenen Sachen lagern. Durch Anklicken kann man dann die einzelnen Bücher rausholen und ein Comparator kann auch auslesen, mit welchem Buch an welchem Slot in diesem Bücherregal interagiert wurde zuletzt. Und ganz groß hervorgehoben haben sie auch noch, dass dieses Bücherregal eine interessante obere und seitliche Textur hat. Und das nächste Feature und letzte Feature, das sie uns gezeigt haben, sind die Kamele. Die Kamele sehen aus wie ein Dromedar, weil sie haben nur einen Höcker. Ich bin kein Biologe, aber ich glaube, ein Kamel hat zwei Höcker. Kamele können außerdem über Hindernisse dashen, wie zum Beispiel hier über Schluchten. Kamele können sprinten und viele Mobs können die beiden Player, die auf einem Kamel sitzen können, nicht attackieren, weil man mit dem Kamel relativ hoch sitzt und höher als zwei Blöcke ist, weswegen dann die Mobs nicht mehr hoch können, beispielsweise Zombies und Husks. Um ein Kamel zu breeden, kann man einen Kaktus benutzen. Und genauso, um sie auch zu füttern. Und ich gehe auch mal davon aus, um sie zu zähmen. Am 27.10.2022 könnt ihr in der Minecraft Now mehr über diese Features von 1.20 erfahren. Der erste Snapshot kommt schon in ein paar Tagen, anstatt wie sonst immer erst in einigen Monaten nach der Minecraft Live. Und am Ende nochmal zurück zum Mobboot. Der Tough Golem, wurde schon relativ am Anfang gesagt, ist raus. Und am Ende wurde dann angekündigt, dass der Sniffer mit mehr als 50% aller Stimmen den Mobboot gewonnen hat. Also schauen wir mal, was uns der Sniffer so bringt. Schreibt mir gerne unten rein, was euch am meisten gefallen hat an der Minecraft Live, was euch am wenigsten gefallen hat, welches Mob ihr gerne gewollt hättet beim Mobvote, wie ihr so die Features findet von der 1.20, ob ihr irgendeine Idee habt, was noch so reinkommen könnte, ob ihr irgendwelche Anregungen an Mojang hättet, was ihr noch reinbringen könnt in die 1.20. Wir sehen uns irgendwann mal wieder bei einem Video, wenn ich mich entscheide, in Monaten, Jahren, Wochen, Tagen wieder ein Video zu machen. Bis dahin, bye!